Du hast gerade eine Pause für eine Sekunde aufgeploppt. Ja, gut. Ja, gut. Entschuldigung. Ich habe übrigens gerade nichts gedrückt. Das ist einfach wahrscheinlich, weil ich zu lange einfach so rumstand. Baby, danke schön, dass ihr gewartet habt. Vielen, vielen Dank. Ein breites Spektrum an Emotionen, was ich gut finde. Die Emotionen, ja, das stimmt. Ich kann mich auch übrigens nicht daran erinnern, dass du die nicht hattest. Ich glaube, Asmo kenne ich nur mit den Emotes. Bin ich der Meinung. Ein Dämon, Blobby? Vielleicht ist Blobby auch ein Dämon, das kann auch sein. Blobby ist ein Meerrettich. Dankeschön übrigens für den Follow. So, warte mal. Ich bin heute mit dem Lurk-Umhang unterwegs, da ich nebenbei arbeite. Nicht wundern. Alles gut, Anno, alles gut. Wir könnten mit Blobby Volley spielen. Ah. Vielleicht führt uns Blobby nach oben, um uns an seine Familie zu verfüttern. Dark Blobby, das könnte auch sein. Vielleicht tut er nur so auf süß. Ich meine, Blobby ist. Ich würde behaupten, Blobby ist noch jung. Ja, wer weiß, wie seine Eltern aussehen. Vielleicht ist Blobby von oben runtergefallen, wobei ich denn mich. Also ich hätte den Sturz nicht überlebt. Ich weiß nicht, wie Blobby das machen würde. Keine Ahnung. Vielleicht frisst er uns wirklich noch auf. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir entweder das Wasser zurückbringen. Was nach, wenn ich das ja aber sehe, ich glaube nicht so hundertprozentig dran, aber die Hoffnung ist da. Oder wir halt einfach noch ein bisschen mehr Geschichte kriegen. Von den Leuten. Aber gut. So, wir müssen. Ach ja, wir müssen ja da hoch. Das wird schrecklich. Vor allem, wenn wir jetzt noch mitten im Spiel sind. Ja. Das wird ja dann irgendwann immer schlimmer. Also der beste Weg sieht für mich jetzt erstmal aus wie der, dass ich darüber gehe. Von dort dann irgendwie. Schon von dort. Wie komme ich von dort aus wieder weg? Da ist eine Blume. Von der Blume dann nach oben. Dann da so rüber. Zu der Blume. Weil dann auch die Frage ist, kommt man hier nicht einfach, wenn ich hier mit denen mitgehe, Blobby aktiviere und dann hochspringe, ob ich da nicht auch rankomme? Ist das schwierig. Aber meine neue favorisierte YouTuberin ist Asche. Sagt mir gar nichts. Aber ich hänge auch nicht so im YouTuber-Game drin, ne? In dem Felsen ist sicher irgendwo Wasser versteckt. Das könnte auch sein. Wer weiß. Wer weiß. Ich weiß es halt noch nicht. Spiel erzählt uns nicht so viel. Nur durch die Briefe halt ein bisschen was. Ja, das, verdammt. War so geplant. Mist. Die macht das super. Ja, hat man gerade gesehen.
Bringen die mich bis da nach hinten? Ich will eigentlich darüber. Warte, warum will ich nach darüber? Könnte ich von hier aus nicht einfach... einfach schwingen? Nee, reicht nicht. Und Blobbys Aura reicht nicht. Okay. Oh. Huch. Ich will doch da... Dann nimm du mich halt mit. Selbst die hier bewegen sich. Eieieiei. Blobby sieht recht knochenlos aus. Maybe ist er beim Fall an Sachen gebounced. Oh, das könnte auch sein, ja. Stimmt, Blobby sieht wirklich sehr knochenlos aus. Nein! Auch nicht schon wieder. Dreck. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hier direkt hin will. Ich gehe hoch. Alle Wege führen nach oben. Zumindest hier. Entschuldigung, nehmen Sie mich bitte einmal mit. Oh. So, hier müsste ich mich einmal festhalten. Oh, Gott sei Dank. Ja, viel besser. Das ist halt voll cool mit diesen Punkten, dass der sich da so einhakt und dann halt wirklich da an der Wand einmal kurz chillen kann. Stimmt, ich vergesse die ganze Zeit, nebenbei Pokémon zu fangen. Frech. Es wurde auch sowieso schon auch von einigen aus dem Chat beim letzten Mal erwähnt gehabt, dass hier auch sehr viele Sachen, so, die wirklich mit Klettern zu tun haben, auch wirklich sind. Oder wie ihr jetzt so vorhin gemeint habt, diese Brille hier ist so eine, die man halt in der Wüste tragen sollte. Das ist voll cool. Also so viele kleine Details irgendwie, die das Spiel so mit aufnimmt. Finde ich irgendwie cool. Auch wenn ich davon keine Ahnung habe. Aber ich finde es cool, dass ihr davon Ahnung habt und mir das dann sagt. Und dann denke ich mir so, oh, manche haben sich ja richtig Gedanken drüber gemacht. So. Okay. Von da aus geht's hoch. Hoch ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, ich muss, glaube ich, da runter. Ich muss denen hier folgen. Oh, also, ich weiß nicht, ob mir hoch was bringt. Ich könnte auch hochgehen, mich da festtackern und da rüberschwingen. Was habe ich mit dem Schwingen eigentlich? Aber ich glaube, das ist nicht das, was ich tun soll. Ich glaube, ich soll denen hier jetzt nochmal weiter folgen. Zu den Pflanzen dort. Süß, wie die auch immer langsamer werden, so länger ich dran daran hänge, so.
Ach stimmt, so bleiben die ja auch kurz stehen. Ja. Ich hänge mich hier einfach mal dran. Ach so, da. Ja. Oh, das ist manchmal echt schwer zu sehen, wo man hier lang klettern kann. Ich glaube aber, das ist im echten Leben auch so. Nein. Oh, das wäre fast ins Auge gegangen. So. Dann halt darüber und dann an die dran. Aber vielleicht komme ich auch von hier aus. Guck mal, hier komme ich auch so ran. No. Ich hänge mich mal hier ran. Oh. Das wäre so ein Chill-Ding. Nee, an dich wollte ich mich nicht festhalten. Das brauche ich unbedingt. Na toll, muss Pipi. Ich bewege mich mal bis nachher. In 3 Jahren gefühlt. Alles gut, Anja. Mach langsam. Ne? Oh Gott sei Dank. Das war viel zu knapp. Hallöchen, Mary. Hallo, hallo, na du? Wie geht's dir? Ach, hier habe ich mich jetzt aber nicht festgehangen, ja. Okay, wir müssen hier aber weiter hoch. Wir müssen noch weiter hoch. Wir müssen noch viel weiter hoch. Okay, den hier folgen. Kommen hier noch ein paar mehr hoch? Mit einem wird's schwierig. Das Spiel sieht ja super süß aus. Aber auch anstrengend. Also so von dem, wo man lang klettern muss und alles. Ah, guck mal, da kommt eine ganze Familie wieder lang. Die bräuchte ich. Halt dich fest. Hoa! Das Spiel ist aktuell im Game Pass, also falls ihr den Game Pass habt und ihr wollt das ausprobieren. Nein, ich habe gerade noch überlegt gehabt, ob ich mich da hätte festtackern sollen. Ja, hätte ich. Mist. Oh Gott, ich drücke jetzt wieder alle Tasten, nur nicht die ich drücken soll. Mist.
Ja. Mit X tacker ich mich da gleich einmal wieder fest. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ich finde es zum Beispiel auch ganz cool, was natürlich auch super stressig ist, aber es ist eigentlich ganz cool, dass auch in der Sonne unsere Ausdauer schneller weggeht. Ist das überhaupt der richtige Weg? Das sieht einfach irgendwie nicht so... Sieht nicht so gut aus. Okay, ich häng dran. Oh, Gott sei Dank. Mal kurz ein bisschen ausruhen hier. Oh, Himmels Willen, guckt mal, Leute, bitte. Es geht noch ein ganzes Stückchen weiter. Wir haben echt an einiges gedacht. An super viel. Das hatten wir eben auch schon kurz als Thema gehabt. Dass sie super viel mit dem Klettern auch hatten. Wir haben das ja schon mal gespielt gehabt. Also nicht komplett, sondern letzte Woche hatten wir es angefangen zu spielen. Und dass es auch so super viele Kleinigkeiten gibt. Zum Beispiel diese Brille und sowas alles. Dass es so alles Sachen sind, so auf die geachtet haben. Die man halt eben gerade zum Beispiel in solchem Klima hier, in quasi Wüste, benutzen tut. Genauso wie die ganze Kletterausrüstung und alles. Das ist ziemlich cool gemacht. Ich finde das schön. Ich finde das wirklich schön, dass die an sowas gedacht haben. Da geht's ja noch weit hoch, ja. Aber hier, also, oh Gott. Also ich meine, zum Glück ist mein Knoten jetzt hier. Und die ganze Strecke will ich nicht auch mal klettern. Aber es geht ja noch höher. Na gut, wir müssen weiter. Genug hier ausgeruht. Oh, muss ich da rein? Ja, hier an denen komme ich lang. Aber zum Glück ist die Pflanze hier im Schatten, ne? Im Schatten verblüht die nicht. Also jetzt muss man nämlich immer schnell sein. Ich bin nicht so schnell. Da einmal aushaken und hier wieder einhaken. Mann. Und es kann auch weit runtergehen. Zum Glück sind wir gesichert. Wir sind gerade gesichert, ja. Da bin ich auch ganz froh drüber. Es gibt aber auch Abschnitte, da kann man ein bisschen risky sein. Da muss man sich nicht zwingend absichern. Oh, ja, hier werden wir das sehen, was ich meinte mit, dass sie wieder verblühen. Und hier muss ich schnell sein. Wow, okay. Ich habe mich festgehalten. Alles gut. Ich habe immer selber kurz Panik. Das Problem ist, ich habe Höhenangst. Oh, ich muss... Beziehungsweise ich habe Fallangst. Das ist das Problem.
Kurz mal die Arme ausschütteln. Dann geht das schon wieder. Wir sind gleich oben. Wir haben es gleich geschafft. Bloß nicht runterfallen. Oh, um Himmels Willen. Ich bin da. Ich bin da. Alles gut. Das ganze Stück sind wir schon hochgeklettert, ne? Von da ganz unten kommen wir eigentlich. Da ganz unten. Aber ich sag mal so, der Weg nach oben ist auch noch weit. Aber die Musik ist schön von dem Spiel. Ja, und ansonsten gibt's hier so Story-Schnipsel hier hin und wieder. Ja, neues Logbuch. Von, wie hieß sie? Bianca hieß sie, glaube ich. Verdammt, ist das so. Oh ja. Und man steuert die Hände einzeln. Genau. Wie als ob man klettern würde. Man steuert richtig wirklich die Hände einzeln. Also ich muss mich mit selber auch immer festhalten. Und alles, ja. Und auch selber sichern halt. Es ist, ja. Es verlangt hin und wieder ein bisschen Konzentration von einem. Gerade weil auch die Ausdauer dann von mir flöten geht nebenbei. Deswegen gucke ich nicht ganz so oft in den Chat, wie ich es gerne möchte. Deswegen verzeiht mir, falls ich mal eine Nachricht überlese. Und wir kommen zurück, Anja. Hast du deine Position, die bequem war, wiedergefunden? Das finde ich besonders spannend als Mechanik. Nicht einfach nach oben oder nach links und rechts drücken. Genau, also du musst schon nach oben und links und rechts drücken. Quasi da, wo du auch hin möchtest. Aber du musst halt die Hände quasi auch noch bewegen. Ja. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich auch. Aloha. Anni. Anni, hallo. Und hallo an alle Raiders. Hallo, hallo. Dankeschön für den Raid. Oh, ihr habt wieder Stardew gespielt. Ich hoffe, es macht Spaß. Hallo, Raiders. Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wir klettern heute wieder. Wir sind letzte Woche geklettert und wir klettern heute auch wieder. Und wir sind gerade einen sehr steinigen Weg hochgegangen. Also wirklich, warte mal. Ich kann das hier nochmal zumachen. Wir sind eben... Hier, die ganze Strecke dort sind wir hochgegangen. Das war gar nicht mal so einfach. Weil sich die Steine plötzlich bewegen. Es ist gar nicht mal so einfach, ja. Ja, ansonsten gibt es hier wieder ein paar Story-Schnipsel. Wir sind fleißig am Klettern hier. Ich muss jetzt leider aber auch in den Büro, Lurk. So ein schönes Spiel. Viel Spaß noch. Und habt einen schönen Stream. Bis dann, Gräfin Zahn. Zahl. Ich musste gerade an Graf Zahl. Zahl. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der? Von der Sesamstraße? Ist der Graf Zahl oder Zahn? Ich weiß es immer nicht. Ich musste gerade daran denken. Irgendwie hatte ich das gerade im Kopf. Zahl. Graf Zahl. Okay. Deswegen wahrscheinlich auch Gräfinzahl. Ha. Mach das aber. Graf Zahn, okay. Ich dachte mal Graf Zahn. Deswegen hatte ich Graf Zahn, glaube ich, im Kopf. Ja, gut. Was? Count in Englisch? Was? Ellie! Meno! Kam dein Handy an? Achso. Gut, dass du dir nicht das Pixel 8 geholt hast. Nee, so viel Geld habe ich auch nicht. Aber warum? Erzähl. Jetzt hast du angefangen. Jetzt musst du auch erzählen. Ich muss leider auch direkt in die Uni. Mach das, Anni. Und dankeschön nochmal für deinen Raid. Danke, danke. Mein Auto hatte einen Platten. Zum Glück habe ich ein paar zusätzliche Raider. Asmo. Ah. Grafzahl ist gleich Count. Ach so. Oder einfach The Count. Ach. Es gibt Hardware-Probleme mit dem Pixel 8.
Es gibt Druckstellen auf dem Display, Druckstellen, die von der Hardware unter dem Display verursacht werden. Ja, wow. Ich habe auch das Gefühl, die haben mit dem Google Pixel, Achtung, kurzer Handy-Talk, ich glaube, die haben damit auch echt nachgelassen. Ich bin sehr zufrieden mit dem 4, mit dem 4er, was ich habe, was auch echt noch hochwertig ist und so. Mein Problem ist nur, dass es keine Updates jetzt mehr bekommt, also auch keine Sicherheitsupdates, was halt wichtig ist. Gerade wenn man da so Bankdaten und sowas drauf hat, ne, sollten zumindest die Sicherheitsupdates immer aktuell sein. Ja, die wurden, habe ich das Gefühl, also seit dem Pixel 6 ging es irgendwie bergab, beziehungsweise Pixel 6 war ja noch okay, beziehungsweise das 6 und das 6a und mit dem 7er haben sie irgendwie stark abgenommen. Das 7a wird zum Beispiel halt auch extrem warm, wenn du das länger benutzt und sowas. Also selbst da haben die irgendwelche Software-Fehlerchen, sag ich mal, die Hardware einfach hart erhitzen. Was dann irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich mir kein Pixel 7 geholt und dachte, sie beheben das mit dem Pixel 8. Ja, ja, gut. Dann gibt es jetzt neue Probleme mit dem Pixel 8. Let's go. Ach, Mann. Weiß die nicht alles. Ja. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, die haben einfach von der Qualität her nachgelassen. Die Handys wären teurer, aber qualitativ schlechter. Naja. Ist ja nun ein 800-Euro-Smartphone. Ja, ja, genau, ne? Da können solche Probleme schon mal auftreten. Ja. Dankeschön übrigens für den Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Ach ja. Ja, ich bin immer noch nicht sicher, was ich mir hole. Weil ich muss halt echt mal schauen, dass ich ein neues Handy hole. Irgendwann mal. So, Logbuch. 12 Oktaven und 2 Terz nach der Ebbe. Warnung, dieser Eintrag wird definitiv zu lang sein, aber ich habe viel zu erzählen. Oh, verdammt, Bianca! Bianca, ich bin noch nicht gut im Vorlesen. Mach doch sowas nicht. Handy wird erst frühestens am Donnerstag ankommen. Ah, naja. Aber immerhin diese Woche noch. Wie gesagt, ich erwarte einen sehr ausführlichen Bericht von dir. Schlechtere Qualität zum gleichen Preis oder höheren Preis. Ja, Wahnsinn. Michelin mit meinem Poco 3 oder sowas, was 2018 rauskam und mit ca. 300 Euro gekostet. Ich bin ehrlich, ich würde mittlerweile nicht mal, also nichts über 400 Euro für ein Handy ausgeben. Dafür, dass die Dinger dann sowieso irgendwie nur noch 2 oder 3 Jahre halten und dann nicht mehr supportet werden und sowas und du sowieso ein neues holen musst. Da lohnt sich für mich kein 1000-Euro-Handy. Weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht. Ach ja. Okay, also Bianca sagt, der Eintrag wird lang. Das heißt, wir haben viel zu lesen. Na gut. Ich habe immer wieder gesehen. Ich bin so froh, dass wir unseren Anker an der Hütte ausgeworfen haben. Unsere verlorene Zeit haben wir im Handumdrehen wieder gut gemacht. Ich wäre fast gekentert, aber ich lache wieder. Was? Als ich ihr Lachen wieder gehört habe. Ach so. Ich habe es so sehr vermisst. Zuerst hat sie etwas gemurmelt, dann mit den Schultern gezuckt und das Thema gewechselt. Wie in alten Zeiten. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich ohne Pause plapperte. Die Worte sind nur so aus mir herausgeputzelt. Ich habe ihr alles erzählt, wie meine Eltern sich fertig gemacht haben und gepackt haben und von unserer Theorie von Wasser in den Wolken. Nennt sich Regen. Ich habe alles durcheinander gebracht und ich wusste, dass mein Geplapper keinen Sinn ergeben hat, aber sie hat nur genickt. Als hätte sie nie etwas Logischeres gehört. Ungefähr da habe ich gemerkt, dass das ganze Team uns mit großen Fischaugen anstarrte. Ups! Wie lange habe ich direkt vor den anderen mit ihr gesprochen? Ich hatte noch nicht einmal meinen Rucksack abgelegt. Es war so peinlich.
Eme runzelte die Stirn und hat der versammelten Gruppe Befehle zugebellt. Ein Zwieback musste für das ganze Team vorbereitet werden und die Matratzen mussten gelüftet werden. Außerdem musste das Salz, das der Wind in die Ecke geblasen hatte, aus der Hütte geschafft werden. Alle sind aufgesprungen und ohne ein weiteres Wort an die Arbeit gegangen. Eme ist aus einem harten Holz geschnitzt. So viel steht fest. Außerdem war sie mit dem Holzlöffel bewaffnet, den sie wild in der Luft geschwungen hatte. Ich kann mir das richtig vorstellen. So mit dem Holzlöffel so, je nach da und das, wir müssen Löcher machen und hier noch was und da noch. Und da muss das Salz raus, da muss gelüftet werden. So hin und her schwingt so. Ui. Bald stand ein Topf zum Aufheizen in der Sonne, während Sol den Boden fegte und Alu die Teller abkratzte. Eme zwinkerte mir zu und ich habe gelacht wie schon lange nicht mehr. Später, als unsere Bräuche voll und unsere Füße verbunden waren, hat uns Eme die Geschichte erzählt, die sie von den Reisenden hört, die in ihre Hütte Halt machen. Eine davon erregte meine Aufmerksamkeit. Die Legende vom Flötenspieler. Oh, eine Legende über uns? Also wir haben keine Flöte, wir haben eine Muschelhorn-Ding. Aber es ist fast eine Flöte. Okay, die Legende vom Flötenspieler. Einem Musiker aus alten Zeiten. Er soll mit seiner Flöte von Region zu Region reisen und Regen heraufbeschwört haben. Oh. Zu Hause hatte ich nie von ihm gehört, doch Alu und Becker kannten seine Geschichte. Wo sie herkommen, wird gesagt, dass er eher die Ankunft des Regens feiert, als ihn heraufzubeschwören. Wenn das Wasser kommt, tanzt der Spieler. Aha. Ich überlege gerade, hat das was mit uns zu tun? Vielleicht, ne? Aber, also es sieht hier jetzt nicht aus, ob es gleich regnen würde, dass ich deswegen hochkletter. Deswegen, Ich schreibe, um meine Hände beschäftigt zu halten. Ich kann nicht stillhalten, als würde meine Unruhe unseren Aufbruch hinauszögern. Ich habe bereits meine Seile neu aufgewickelt und meinen Rucksack überprüft. Ich habe viel zu viel mitgenommen und bei der Hitze, abgesehen davon, brauche ich ja vielleicht doch nicht alle 3 Teetassen und meine Lieblingsblumentöpfe. Ich konnte sie einfach nicht zurücklassen, aber ich weiß, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich vertraue sie dir an, Eme. Ich hoffe, sie spenden dir genauso viel Trost wie mir. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Deine Kameraden, für immer. Bianca. Oh. Jetzt hat sie ihre Blumentöpfe und die Teetassen hier gelassen. Oh. Ach ja. So, wir müssen da jetzt eigentlich einfach nur hoch. Wie das ganze Spiel über. Wir müssen einfach nur hoch. Oh, wow. Ja, ansonsten so Menschen oder sowas existieren hier nicht. Weil, also bisher zumindest nicht mehr. Vielleicht ja ganz oben. Weil, ja, hier ist ja kein Wasser. Ohne Wasser kein Mensch. Quasi, ne? Hui! Das war ziemlich cool. Gibt's halt nur die hier. Kleine Maus-Schweinchen-Bären.
Nasenschweinchen, Bären, Mäuse, ich weiß nicht, was es sind. Mhm. Ist das Sand oder Salz? Mal einen Finger reindippen. Und mal probieren. Weil das hier sieht heller aus als das hier. Ich weiß nicht. Lobby, sag mal, wo geht's lang? Okay, Blobby will, dass ich darüber gehe. Ich habe da unten irgendwas verpasst. Irgendwas habe ich da anscheinend verpasst. Ah, hier war auch mal ein Brunnen. Wie Sam weiß, der bis nach Mordor sein Kochgeschirr mitgeschleppt hat. So ungefähr, ne? Ja, also mein Handy ist 5 Jahre alt und hat Sachen überlebt, wo andere Handys kaputt gehen. Das fiel sehr oft. Ja. Ich bin auch jemand, ich schmeiß meine Handys nicht absichtlich runter, aber mir fallen Sachen halt einfach runter. Es ist keine Absicht, ich bin einfach nur sehr ungeschickt. Ja. Ach, weiß ich nicht. Sieht aber auch aus, ob man da auch lang kann, ne? Und Blobby wollte, dass ich da hochgehe. Achso, das geht aber eh nicht. Ich komme hier ja sowieso nicht lang. Weil Brücke kaputt. Ah, wobei, hier ist aber so ein Dings. Das sieht aus, als ob es da halt auch was gäbe, dass man da langkommt. Na gut. Vielleicht sieht es auch nur so aus. Oh, warte, aber da unten ist was. Nein, ich wollte runter, runter, weiter runter. Guckt mal da. Oh, ich glaube, so weit kann ich nicht schwingen. Ja, weiter geht das nicht. Mittagspause, ich verabschiede mich für heute. Mach das grinhaft. Dankeschön, dass du da warst. Ja, gut. Aber hier ist ja sowieso schon Ende Gelände. Ich muss da anders hoch. Schwingen, schwingen, schwingen. Und festhalten. Ich würde mich da, glaube ich, von oben runterlassen. Da, wo das runde Ding ist. Ich hoffe, da komme ich hin. Das gerade für ein komischer Tipp. Ich weiß doch, wie ich mich absichere. Ja. Ich würde mich hier jetzt mal kurz an die Wand packen. Und dann runter. Aber hier ist doch safe was. Aha, hier ist nämlich wieder ein Bild, siehst du?
Da wachsen Sachen aus dem Felsen? Oder so? Sieht so aus, ne? Als ob das durch den Felsen geht. Ah. Okay. Die Sache. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder hoch. Was passiert eigentlich, wenn du aus sehr großer Höhe fällst? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin ich ehrlich, habe ich noch nicht ausprobiert. Dadurch, dass ich sowieso Angst vor dem Fall habe, hatte ich das auch nicht vor, auszuprobieren. Theoretisch. Also es gibt halt Kontrollpunkte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man stirbt. Weil wir haben halt auch Kontrollpunkte hier. Zum Beispiel hier vom letzten Kontrollpunkt aus laden. Und ich denke, dass ich da dann halt wieder starten würde. Also das Spiel speichert halt hin und wieder so zwischen. Nein! Einfach festhalten. Ja, okay. Ich platziere einen Sicherungshaken. Jetzt. Oh, das war knapp, das war knapp. Hui! Okay, das haben wir aber mitgenommen. Ey, guck dir das bitte an. Wir sind da vorhin, da unten sind wir gestartet. Da heute. Beziehungsweise eigentlich da unten. Entweder hier lang, dann hier hoch. Und schon ein ganzes, ein gutes Stück hingelegt. Da leuchtet noch was. Hey, Ons. Hast du die neuen Plakate gesehen? Die sagen, man solle mehr Salz essen, um seinen Durst zu stillen? Lasst uns gemeinsam Wasser sparen. Salzt euer Essen. Heute gespart, morgen getrunken. Ich glaube, das ist kein... Also, ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Ich weiß ja nicht. Jetzt habe ich wieder eine gute Posi. Sehr gut. Sehr gut. Dabei musste ich an dich denken. Sie treiben es zu weit. Wir sollen weniger trinken, während sie das ganze Wasser aus dem großen Speicher benutzen, um ihre verbrannten Felder zu bewässern. Ja, die habe ich gesehen. Jedes bisschen zählt. Schämen die sich denn gar nicht? Es ist immer dasselbe mit ihnen. Aber es kommt dem Geschäft definitiv zugute. Ich habe noch nie so viele Kunden gesehen, obwohl die meisten Dörfer schon verlassen sind. Mir gehen schon bald Queller, Kochsalz und Steinsalz aus. Sogar die Ebenenflocken sind aus, obwohl die ziemlich schlecht schmecken und ich die definitiv nicht empfehle. Wenn es so weitergeht, muss ich noch meinen persönlichen Vorrat zum Verkauf anbieten. Ja. Also, ich bin immer noch der Meinung, Leute, esst kein nicht mehr Salz, um weniger zu trinken. Macht Salz nicht sogar eigentlich das Gegenteil? Trocknet Salz nicht aus? Ja, mal kurz einen Schluck getrunken. So, von hier sind wir hoch.
Das war mal so ein Schiff. Das ist halt aber auch alles super gut erhalten und so, ne? Steinchen platzieren! Endlich, haben wir heute noch nicht gemacht. Auch wenn ich die gerne immer umtreten würde. Ja, ich glaube, da geht's nicht lang. Nee, wir müssen hoch. Dann hake ich mich hier einmal ein. Wie geht's denn hier hoch? Muss ich doch darüber? So. Achso, ja, hier oben. Da komme ich lang. Ah, hier ist es wieder so warm, ne? Warte. Darf ich mich... Ja, ich platziere ja schon Sicherungshaken. Manu, das Spiel weist mich jetzt aber sehr oft drauf hin. Ich weiß schon, was gut für mich ist. So, da sich mein erster Termin nach dem Urlaub nähert, verabschiede ich mich in den Lurk und esse was zum Mittag und mache ein kleines Nickerchen. Euch noch viel Spaß. Bis dann, Thala. Dankeschön, dass du reingeschaut hast. So. Da kommen wir gar nicht ran. Muss ich mich abseilen, Stücke nur. Oh, Gott sei Dank sind hier welche im Schatten. Oh, wir haben hier wieder unsere laufenden Kollegen. Warte mal. Ich packe hier mal eine Sicherung ran. Ich traue dem nicht. Ich traue dem nicht. Noch schnell eine Sicherung hin platziert. Alles gut. Gar kein Problem hier. Oh, um Himmels Willen. Nein! Aua. Oh, das sah aus wie Genickbruch gerade. Nein, kletter doch darüber. Okay, ich hänge mich hier noch an. Alles gut. Ja. Ja, nee, so nicht. Nein, so nicht. Das sieht nicht gut aus. Hallöchen, Laidback. Ich kann auch keine weiteren Sicherungen mehr machen, ne? Hört mir mal gerade auf. Bin sicherungslos. Oh, da wäre noch so ein Dings gewesen. Das heißt, ich wäre von hier aus nach da gekommen.
Bin ich total umsonst hier rangehüpft. Da blubbert was! Komm schon. Guck mal, da blubbert's raus. Aber das ist doch eine Koralle. Die Koralle blubbert. Blubbern Korallen nicht, wenn sie... Also, ich meine, die muss die doch noch leben, oder? Das heißt doch denn aber auch, die muss doch noch Wasser haben. Oder? Also, korrigiert mich da gerne, wenn mein Gedankengang komplett falsch ist. Aber ich glaube, Korallen, die am Land sind, blubbern nicht mehr. Wenn die kein Wasser haben. Ich werde mich auch erstmal verziehen müssen bei ihr Kartoffelpuffer. Bis dann, Asmo. Danke, dass du reingeschaut hast. Vielleicht bist du gar nicht über Wasser. Vielleicht sind wir unter Wasser. Vielleicht ist einfach auch der ganze Stein ist im Inneren einfach voll Wasser. Und die Schicht ist einfach nur Stein, also die Außenschicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, die erste Koralle, die wir sehen, die geblubbert hat. So, jetzt blubberst du nicht mehr. Das sind mir die richtigen. Weißt du, mich erst anblubbern und dann wieder verschwinden. Oh, ich wollte... hey, Taxi? Wow. Oh, hier ist eine Leiter. Leiter sei Dank. Oh, wir sind hier oben. Okay. Blobby. Ich mag Blobby. Hier geht's doch irgendwo hin. Das ist ja eine tolle Aussicht. Toll. Danke, dass ich so runtergeschaut habe. Mensch, da hätte ich auch darauf verzichten können. Oh, hier ist hier können wir uns eine Abkürzung freischalten. Oder, warte, ist das eine Abkürzung? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Da? Das ist als First-Person-VR-Game. Das wäre doch was für dich, Ellie, oder? Hm, total, total. Nur wenn du das dann auch machst. Nee, da wäre ich ja überhaupt nicht drin. Aha. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig laufe oder ob ich hier einfach nur was Cooles wieder finde. Okay, ich habe was Cooles gefunden. Ist das eine Krabbe? Das ist eine riesige Krabbe und da sind aber zwei Leute, die schieben, oder? Oder ist das ein riesiger Käfer oder sowas? Und da sind zwei Leute da, die das dann irgendwie schieben. Bin mir unsicher. Aha. Ja, ich glaube, das Spiel will, dass ich hier nicht lang gehe.
Blüpp, blüpp, alles gut, tschüssi. Wo ging es hier raus? Da ging es raus. Blobby, warte mal, komm mal. Setz dich mal. Da unten ist auf jeden Fall was. Und ich glaube, da sollen wir hin. Ach so, hier sind Steinchen. Ah, deswegen kam ich hier noch hin. Nachher ging das in der anderen Richtung halt doch nicht weiter und hier ist eigentlich... Eigentlich geht's hier weiter oder so und... Oh. Schlimm, schlimm. Waren wir hier schon? Ich bin so verwirrt. Da ist auf jeden Fall die kaputte Brücke. Habe ich das hier schon gelesen? Nee, ne? Nee, sind wir... Nee. Habe ich noch nicht gelesen. Ich habe kein VR-Headset. Ach, du Dave, das kann ich dir ausleihen. Bergsteiger Dave. Dann aber mit so einem Hut und so einem Stock. Ich stelle mir Bergsteiger Dave, stelle ich mir ein bisschen vor wie die Wanderer aus Pokémon. Mit diesem Hut und den Rucksack und alles. So, Logbuch. 12 Oktaven und 3 Quarten nach der Ebbe. Wir sind schon ein komischer Haufen. Exzentrischer, Rebellen, Optimisten, Gezeiten, Mitschwimmer. Ich habe noch nie gesehen, wie so viele Menschen von unterschiedlichem Schlag auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Naja, irgendwie. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir alle immer noch dasselbe wollen. Ich habe gemerkt, dass die Menschen um mich herum Netze und Harpunen bei sich tragen. Messer. Sie wollen die Ballasts fangen. Die Ballasts? Ach stimmt, doch, von denen haben wir gehört. Oh, das war bestimmt das auch, was wir auf dem Bild gesehen haben. Der große, den die zwei Menschen da gerollt haben. Oh. Ich glaube, das waren die. Ich habe geglaubt, wir begeben uns auf dieses Abenteuer, um zu beweisen, dass sie echt sind. Dass wir sie erforschen, herausfinden, wie sie mit dem Verschwinden des Rings in Verbindung stehen. Das Geheimnis des Flötenspielers lüften. Jetzt hoffe ich, dass Ballasts nur Fabelwesen sind, denn diese Expedition fängt langsam an, wie eine Jagdgesellschaft auszusehen. Ich fühle mich dumm, dass ich das nicht schon früher bemerkt habe. Bianca. Och, Bina. Da geht's hoch. Gibt es hier noch was? Nö. Bestimmt gibt es hier irgendwo noch was. Du, Nini. Du wohnst so weit weg. Das müsstest du verschicken. Ja, richtig. Ah, du weißt doch, wie die Pakete behandelt werden. Viel zu gefährlich. Das geht nur kaputt. Du, Dave, es gibt auch versicherten Versand, ne? Oh, dann ist der Versand halt versichert. Wenn die das kaputt machen, dann selber schuld. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Achso, hier ging es... Achso. Ich habe das gar nicht gesehen, dass das hier runterging. Hat man vielleicht gemerkt.
Okay, dann gehe ich mal hier wieder schön rüber. Bitte nicht unter Grundlein spielen. Okay, hier geht's noch. Hier ist auch Fels dazwischen. Ja, aber da musst du nicht mit denen rumprügeln. Bis da mal irgendwas eine Versicherung greift. Nee, nee, so viel Arbeit will ich dir nicht machen. Ach so. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Tja, wir verlassen die Turm. Das Dorf hat einen Termin festgelegt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich denke immer noch an unseren Tanz. Das letzte Fest scheint schon so lange her. Es war so schön, all das für eine Schlafzeit zu vergessen. Damals habe ich es nicht erkannt, aber ich glaube, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach aufgegeben hatte. Aber dann, dein Lachen, das Schwindelgefühl nach dem langen Walzer, wie du auf meine Füße getreten bist, deine geröteten Wangen. Ich weiß nicht genau, wie ich dich fragen soll, aber willst du mit mir kommen? Das Leben gemeinsam auf einem Steinchen durchreisen? Es tut mir leid, ich weiß, dass es kurzfristig ist. Aber du bist mir so wichtig und ich habe Angst. Angst davor, was ich verpassen könnte, wenn ich dir nicht diese Nachricht sende. Ich hoffe, sie kommt an. Von Kili. Süß. Ach ja, hier, unsere krabbelnden Freunde. Ey, wir müssen noch so weit hoch. Ich dachte eigentlich, ich krieg das hin, dass wir das Spiel jetzt noch durchspielen, ne? Aber das weiß ich gar nicht. Vielleicht müssen wir auch wieder überziehen. Apropos überziehen. Ich habe die Pause überzogen. Es ist Pausenzeit, meine lieben Leute. Ja, Leute von heute. Wir bleiben mal kurz hier stehen. Und es gibt eine ganz kurze 3-Minuten-Pause. Bis gleich!